Am Wort ist nun Rainer Wimmer von der SPÖ. Also ihr seid schon schwierige Leute, muss ich euch sagen. Sehr schwierig, sehr schwierig. Aber es geht ja um die Strompreisbremse für die Haushalte. Und fairerweise darf ich festhalten, die Maßnahme geht in die richtige Richtung. Das Manko ist halt, es ist eine Bremse und es ist halt kein Deckel. Und das hilft auf der anderen Seite der Stromrechnung, hilft aber nicht bei der Gasrechnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ewige Leid der Gießkanne ist halt auch wieder mitten unter uns. Den zweiten, dritten Haushalt da nicht auszuschließen, da das nicht möglich war, Kolleginnen und Kollegen, kann man überhaupt nicht vorstellen, weil das sind ja Menschen, die über Geld und Mittel verfügen und die brauchen nicht auf Regimentskosten den zweiten und den dritten Wohnsitz befeuern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein paar Dinge wurden auch nicht berücksichtigt, zum Beispiel es hat es ja fortschrittliche Menschen gegeben, die haben das Öl rausgerissen, sind in Wärmepumpen gegangen, haben einen höheren Strombedarf, ist auch noch nicht berücksichtigt. Große Haushalte haben Sie jetzt gesagt, da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, da man die einbinden oder da man die einbinden kann. Man sieht, es gibt noch ein paar Schwächen, aber eines ist gut, zumindest beim Postamt braucht man sie nicht mehr anstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und darum werden wir auch diesem Antrag zustimmen. Ja, das war der Abgeordnete Wimmer von der SPÖ. Kurz zur Stromkostenbremse. Worum geht es beim Strompreisdeckel? Demnach soll bis Mitte 2024 für 80% des Durchschnittsverbrauchs eines Haushalts nur der Vorkrisenpreis seitens der Kunden bezahlt werden.